Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Ihr könnt eurem Schicksal nicht entkommen. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 1. Februar 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind mit unserem Bewusstsein immer im gegenwärtigen Moment. Wir haben keinen Grund, irgendwo anders zu sein als im gegenwärtigen Moment. Wir haben so sehr in uns selbst hineingeschaut, dass wir jeden einzelnen Aspekt dessen, was wir sind, identifizieren können, und wir haben Liebe und Mitgefühl erfahren, wie ihr es auf der Erde noch nie erlebt habt. Wir sagen euch diese Dinge, weil wir wollen, dass ihr wisst, worauf ihr euch als Individuen und als Kollektiv zubewegt. Wir sind das, zu dem ihr euch im Wesentlichen entwickelt. Ihr empfangt in gewissem Sinne von eurer Zukunft das, was euch in eurem Jetzt am meisten nützen wird. Daraus folgt, dass, wenn wir tatsächlich eure Zukunft sind, warum solltet ihr dann hoffen, irgendetwas anderes zu erreichen, als präsent zu sein, euch selbst innig kennenzulernen und Liebe und Mitgefühl zu fühlen? Dies sind die ultimativen Ziele, weil sie die unvermeidlichen Konsequenzen des Lebens sind. Ihr könnt dem Schicksal nicht entkommen, mehr wie die Quelle zu werden, mehr von eurem wahren Selbst. Warum also solltet ihr euch etwas anderes wünschen als diese Gefühle und diese Seinszustände, die wir hier und jetzt beschreiben? Nun, die Antwort ist ganz einfach. Ihr könnt nur dorthin kommen, wo wir jetzt in der neunten Dimension sind, indem ihr alle Erfahrungen, die ihr in den niederdimensionalen Ebenen machen könnt und macht, vollständig lebt. Ihr müsst all die verschiedenen Erfahrungen, die ihr vor euch habt, auskosten, bevor ihr bewusst Liebe und Mitgefühl wählen könnt, den gegenwärtigen Moment wählen und beschließen, nach innen zu gehen, sodass ihr euch selbst besser kennenlernen könnt. Egal, was ihr tut und egal, was ihr euch wünscht, alle Wege führen hier zu einer ähnlichen Version dessen, wer und was wir gerade sind. Aber wir haben ein Geheimnis für euch, und es ist ein großes Geheimnis, und es ist ein gut gehütetes Geheimnis. Ihr werdet als neuntdimensionale Kollektive von Wesen noch besser sein, als wir es jetzt sind. Die neunte Dimension wird ein noch schönerer und expansiverer Ort, Erfahrung sein, aufgrund dessen, was ihr jetzt lebt und auch aufgrund dessen, was wir leben. Wir erkennen, dass es für uns noch mehr zu werden gibt, auch wenn wir mit dem, was wir jetzt sind, ziemlich zufrieden sind. Versucht, dieses Gefühl der Zufriedenheit in euch selbst zu finden, während ihr auch das Wissen haltet, dass ihr noch lange nicht da seid, wo ihr hingeht oder was ihr werden wollt, und dass ihr noch so viel mehr zu erleben habt, während ihr immer noch einen physischen Körper mit euch herumtragt. In vielerlei Hinsicht stehen eure Reisen erst am Anfang. Ihr wacht gerade erst auf und seht die Spitze des Eisbergs. Und wir möchten, dass ihr wisst, dass euer Leben immer besser wird, weil ihr durchgehalten habt, weil ihr einen Grund für euer Leben auf der viertdimensionalen Erde gefunden habt, während ihr gleichzeitig wusstet, dass es so viel mehr für euch gibt, das gerade unerreichbar ist. Ihr müsst in der Lage sein, euren inneren Frieden zu finden, genau jetzt, dort auf der Erde, trotz allem, denn all eure Mitmenschen, die diese Übertragung nicht empfangen werden und nicht empfangen konnten,
brauchen euch. Sie brauchen euch, um dieses Licht und dieses Wissen zu halten, jetzt mehr denn je. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.